Naturschule befindet sich hier in Lohmar, Ortsteil Walscheid. Sie existiert seit den 90er Jahren, wurde damals mit sehr viel Energie und sehr viel Arbeitseinsatz und Herzblut eingerichtet von der Stadt und vielen Kooperationspartnern. Heute kommen etwa 12.000, 13.000, 14.000 Schüler pro Jahr hierher und wir unterrichten hier jeden Tag, wie Biologie im Freien geht. Wir zeigen den Kindern, wie Äpfel wachsen, wie Kartoffeln geerntet werden, wo Libellenlarven sich befinden, und wir haben einen Bienengarten, wir haben eine Streuobstwiese und wir haben die Agger und wir haben ganz viele Themen, die wir den Kindern dann auf diese Weise nahebringen. Wir sind hier an der Naturschule Aggerbogen und da bietet sich natürlich an, irgendwas mit der Agger zu machen. Wir haben uns eine kleine Rallye ausgedacht mit drei größeren Stationen. Zwei zum Thema Wasser, also hier einfach das Fließgewässer der Agger. Und eine hinten an den Bienen, am Bienenhaus, wo ich ein bisschen zu den Bienen erzählen werde. Und dann gibt es noch zwei kleine Stationen. Einmal Wald, hier ist ja überall Waldgebiet drumherum. Da gucken wir ein bisschen einfach, was da so wächst. Und zum Riesenbärenklau, eine, ja, wie wir fanden, doch sehr eindrückliche Giftpflanze, die hier auch in großen Mengen vorkommt. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Art zu arbeiten, denke ich. Ja, man kann die Beziehung zur Natur ganz anders aufbauen. Also wenn man wirklich im Wald steht und sich anguckt, was da wächst oder auf dem Boden an Tieren krabbelt. Überhaupt, glaube ich, für die Schüler mal aus dem alltäglichen Schulsystem so rauszukommen. Und wenn es nur für einen Tag ist, dann hat man hier einfach irgendwie mehr Spaß und über den Spaß natürlich auch mehr Motivation, was zu lernen. Vielleicht mehr Interesse, und das ist anschaulicher. Man kann wirklich praktisch mal was machen.